So, guten Morgen. Wir sind heute in Regensburg bei CrossFit Albatros. Die Box von Max und Eva. Ja, die waren schon bei uns zu Besuch im letzten Trainingscamp. Habt ihr vielleicht schon im Blog gesehen gehabt. Jetzt haben wir gesagt, wir besuchen sie zusammen. Es sind nicht so viele aus dem Team Lubaro mitgekommen. Wollten eigentlich ein bisschen mehr sein, aber hat dann doch nicht geklappt. Jetzt sind Alvino und ich sind am Start. Und die ganzen Altbekannten aus dem bayerischen Raum, der Jonas, der Ale, der Max, Hinkofer, der Max, klar, mit seiner eigenen Box. Und der Max hat für uns ordentlich Programm vorbereitet für das Wochenende. Wir gucken, dass wir uns gegenseitig pushen, Teamworkouts machen und vor den Weihnachtsfeiertagen nochmal richtig gut Training reinbekommen, um dann ein kleines bisschen zu deloaden, bis dann die Saison die nächsten Wochen losgeht. 3 bis 4 Touch and Go Clusters. Dritte 30 Sekunden, 4 bis 5 Touch and Go schon mit Hobart. Das Ganze für 10 Sätze, 30 Runden. Wir machen eine Uhr an, die Uhr einfach zählt für uns und wir arbeiten einfach mal. Gehen wir zu zweit an die Bar. Der Max hat sogar schon ein Stirnband an, so heiß ist der. Ich kann's dran! Schon mal gut angefangen? Genau meine Schwäche. Burpees und Barbell Cycling des Todes. Das mache ich jeden Montag. Ich habe meine Gedanken gelesen. Und? Oh. Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so weit. Schulter tut immer weh. Ich habe am Anfang versucht, der Schatten von einem von den beiden zu sein. Und dann, als ich dann Pause hatte, während Jonas gemacht hat, war ich raus. Das war mir zu wenig Pause. Dann habe ich mein eigenes Ding gemacht. Wir haben einen krassen Wechsel gehabt. Ihr wart richtig flott. Dankeschön. Das ist mit Jonas, ist immer scheiße, wenn man Workout macht, wo man sprinten muss. Weil immer viel zu schnell ist. Viel zu schnell. Ich weiß lieber, wenn wir jetzt einen Workout machen, das so über 20 Minuten dauert. Vielleicht ein Murph. Ist das neu angestellt worden? Ja, endlich. Ich habe es so lange probiert. Weil ich kann halt nichts. Aber das mit dem. Was hast du gerade gemacht? Ich weiß nicht. Basteln war nicht so mein bestes Fach. Okay. Ale hat extra mit dem Zollstock die Linie ziehen wollen, damit er einen geraden Schwächeln bekommt. Und das Workout wird richtig räudig. Das wäre was für einen Yannick Kistner, wenn er da wäre. 3 Runden, 100 Double Unders, 21. So, ich filme darüber kurz. Hätte ich noch nicht auf die Box getan. Tata! Also der Jonas wurde vorhin schon eingestellt als Staubsauger. Entschuldigung. Ich wollte auch seine Hühner reintun. Okay, weiter geht's. Also nochmal 3 Runden, 100 Double Unders, 21 Deadlifts mit 100 Kilo für die Herren, 70 Kilo für die Damen und dann 10 Wallwalks. Ja. 18 Minuten Timecap, schauen wir mal. Max freut sich schon? Brutal. Das ist genau mein Workout. Genau das Wallwalks, Double Unders, Nightmare. Aber wird schon Spaß haben, irgendwie durchziehen. Hauptsache ein bisschen bewegen. Genau.
ist. Man merkt schon, wie ich in der ersten Runde mir die ganzen Ausreden immer wieder im Kopf durch. Dann hat mir das Handgelenk wieder wehgetan, was ich neues Mal gedreht habe. Letztendlich ist es nicht so schlimm. Es tut halt weh, wenn man drauf geht, aber es wird jetzt nicht schlimmer. Und dann ist es halt so, Max hat es gut gesagt, ich muss mir das aufschreiben. Entweder ich entscheide, ich ziehe es durch und dann gibt es keine Ausreden mehr, oder ich passe an und dann ist es halt so. Und das nervt mich jetzt, weil letztendlich, es wäre ein schwieriges Workout für mich gewesen, aber ich habe es mir dadurch noch viel schwieriger gemacht, weil ich dann Und dann ist mir irgendwie, geht man unzufrieden raus, ja, man hat es gemacht, okay, ist einzig positiv daran. Ja. Was war eigentlich die Story hinter dem Hashtag Zusammenreisen? Zusammenreisen. Warum zusammenreisen? Ja, komischerweise haben mich die nicht immer verstanden. Verstehe es auch nicht. Alle, die haben mich die ganze Zeit nicht verstanden. Ich weiß nicht, was los war. Letztes Mal hat der Flixi das gepostet, gell? Und ich hab mir schon gedacht, hey, zusammenreisen? Wir sind am Frühstückstisch gesessen, oder ich weiß gar nicht, was war. Ja. Haben halt so geredet. Und dann über Workout habe ich gesagt, ja, im Endeffekt ist es ja so, fängst hart an und dann heißt es bloß nur zusammenreißen am Schluss. Und dann war es so, alles klar, zusammenreißen. Und dann hat der Moritz auch gesagt, so, währenddessen hat er sich halt dann gedacht, ja, zusammenreißen halt jetzt. Ganz einfach, bloß zusammenreißen. Aber zusammenreißen? Wie heißt das auf Deutsch? Zusammenreißen. Keine Ahnung. Ich dachte, das ist Hochdeutsch. Ja, der meint jetzt tatsächlich. Ich habe mein Leben lang meint, wie war es nochmal? Genau, die Vergangenheitsform oder was immer das ist, von da bin ich hingelaufen. Ja. Das heißt ja gelaufen, oder? Ja. Ich bin mein Leben lang davon ausgegangen, bis vor einem Jahr, dass es gelaufen heißt. Was? Kein Scheiß. Okay. Ich habe mal so, weil der Marc immer gesagt hat, also manchmal sprichst du richtig Hochdeutsch und dann kommt das eine Wort und man merkt, dass es nicht bist. Und dann habe ich immer so Hochdeutsch so, ja, dann bin ich da hingelaufen. Und ich so, was ist falsch? Die Vergangenheit davon ist einfach, da bin ich gegrint. Laufen, gelaufen, oder? Grind. Machen einen kleinen Zwischenstopp bei CrossFit Sonderbar, gerade frisch aufgemacht. Oh, noch mehr Hunde. Frisch aufgemachte Box, alles neu. Richtig groß, ey, mega. Saugeil. Eine Menge Skiergs, eine Menge Rower, ey. So ein Rasen ist halt auch mega nice, ey. Wow. Schaut riesig aus, gell? Schaut viel größer aus, wenn du meinte 30er. Das ist, weil du so klein bist. Wahrscheinlich. Eigentlich ist es erst 5 Tage offen und jetzt war fast jeden Tag jemand da. Das ja, hier von ohne Scheiß, wenn das so super und so aufgeräumt ausschaut, das zieht einfach an. Das wird? Von der Lage für die Studenten ist es auch ganz gut. Ja, und also ich dachte am Anfang, okay, ist vielleicht ein bisschen abgelegen hier, aber es ist gar nicht so da hinten, weil diesen Kühne und Nagel, da kommen so viele junge Leute immer raus. Ja, also, ich weiß ja, viermal ist nie verklärt, ja. Ja, und auch da dieses John Deere oder so, voll, dass immer, wenn früh die Arbeit losgeht und abends, wir kommen echt richtig verkehrt. Mach einfach viele Laufwerker zum Anfang. Ja, genau, damit die das sehen. Ja. Gott, lauter sportliche Menschen. Oder immer hier so vorm Fenster. Ja, genau, auf den nächsten. Die Regale zusammengeschraubt. Dann habe ich mir hier so eine Platte gekauft. Und dann habe ich wenn du mit Natron und Farbe. Oder Backpulver oder so. Ja, das ist das Gleiche, ja. Dann kriegst du so Betonoptik. Ja. Und dann kannst du das noch die an. Kannst du es nieten anmalen oder so? Oh, nice, ja. Bei einer Theke braucht man immer noch eine Beleuchtung, ist einfach so. Ja. Ist Gesetz. Eine gescheite Theke braucht Licht. Maximal Ausdruck schon mehr geht nicht.
Hörst du? Hier. Siehst du? Ich bin fast neben dir. Und das Gewicht steht wirklich auf den Traps. Also das Gewicht steht mit ihrem Rücken oder auf die Hände. Okay. Und wirklich hier oben. Aber du kriegst das, wenn du zu weit raus bist. Schulter mehr am Boden drin. Schlack. Das steht doch, oder? Ja, ist oben voll. Und durch. Also. Das ist echt schwerer, als es aussieht. Vielleicht Finger ganz nah an die Wand und dann im Handstand stehen, alleine. Das sieht so leicht aus. Ich habe einen zu großen Gluteus Maximus, ist meine Ausrede. Das ist jetzt hoch und dann auf der nächsten runter, oder? Ja. Nice. Wow. Nice. Stark. Geil. Weil der wegschauen kannst, du. Geiler Einstieg. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Showdown war ja mal auf der Wiese, haben schon laut im Außen. Ja, gut, der Rat, Max. Das hat das Essen an und Karl hat das Essen gemacht. Und dann irgendwie yes. Saugeil ist. Danach war dann so. Wie groß wird er eigentlich? So wie der Park ungefähr, wie der Mann. Ah ja, okay. Mhm. Safe schnapp ich mir den Max, Alter, auf dem Roar. Ich glaube schon, dann sind der Max ist bei mir schon. Also nicht verwechseln, der ist bei mir. Mir ist voll egal. My rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Far and small like I'm needing a ritual. You bet my cash is on. I hit the gas, I'm gone. Running my wave. I've been here stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been out finding my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Later than turning a blaze. Yeah, homie, you don't want to race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all. I got a taste. You push on the... Das war ein guter Techno-Bunker. Oder meine Ohren. Ich bräuchte Oropax für den Laden hier. Oropax, ja. Ist so ein Insider. Kann sein, dass ich schreie gerade, vielleicht, weil ich nichts mehr höre. Was? Keine Antwort, ganz nur eine Gabel noch. Ich finde es auf Glocken. Löffel haben wir noch. Warum, mir hungert so fest? Das ist das Ding, oder? Okay. Das sind keine Antworten auf jeden Fall. Der riecht mal deine Stimme. Boah, das ist sau lecker, oder bin ich so ausgehungert? Die machen echt gutes Essen.